Haben Sie schon davon gehört, dass die EU am 18. Januar beschlossen hat, dass eine Bargeldobergrenze für Käufe eingeführt wird in der Europäischen Union? Das kommt auf uns zu und in dem Zusammenhang fragen sich natürlich auch viele Leute, was bedeutet das für mich als Erbe, wenn ich so viel Bargeld geerbt habe? In diesem Video soll es um diese Fragen gehen. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal nachlassbayern.de. Mein Name ist Hans-Joachim von Malsen und auf diesem Kanal dreht sich alles ums Erben, Nachlassverwaltung, Erbenmediation, also alles rund um den Erbfall. Ich bin berufsmäßig als Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger und Nachlassverwalter unterwegs und deswegen beschäftigen mich natürlich diese Dinge. In den letzten Tagen, sage ich jetzt mal vorsichtig, also jetzt in der zweiten Januarhälfte, haben auch verschiedene Leute auf meinem Video, ich habe das schon mal veröffentlicht, mehr als 10.000 Euro Bargeld geerbt. Und die haben dann nochmal kommentiert, ja, eine Meldung an das Finanzamt erfolgt auf jeden Fall und ich habe da die Unwahrheit geschrieben und so weiter. Und es ist zum in die Tischkante beißen. Ich werde wahnsinnig mit diesen ganzen Fake News, die hier im Internet kursieren. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal ein Video zur Klarstellung zu machen. Dieses Video hat zwei Teile. Im ersten Teil werde ich erläutern, wie die Rechtslage ist. Im zweiten Teil werde ich auf das zum Teil wirklich bescheuerte Verhalten der Banken eingehen und Ihnen erläutern, was man da als Bankkunde machen kann. Also zunächst zum ersten Teil. Die Europäische Union hat einheitlich beschlossen, dass es jetzt eine Maximalgrenze für Bargeldzahlungen bei Kaufgeschäften geben soll. Das wurde am 18. Januar in Brüssel beschlossen, muss noch durch die EU-Kommission und das Europäische Parlament bestätigt werden. Und dann ist das eine EU-Richtlinie. Wie jede EU-Richtlinie muss die in nationale Gesetze umgesetzt werden. Und Deutschland ist nun mal zufällig das letzte Land der EU, in dem es eine solche Bargeldobergrenze noch nicht gibt oder gegeben hat. In anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Griechenland, Spanien und so weiter, gibt es diese Grenzen schon lange und die sind zum Teil erheblich niedriger als 10.000 Euro. Also jedes europäische Land kann auch bestimmen, dass in dem Land für weniger als 10.000 Euro dann bereits per Überweisung bezahlt werden muss. Aber bei uns wird wahrscheinlich, oder gehe ich mal davon aus, dass man diese 10.000 Euro in Gesetzesform gießen wird. Wie gesagt, noch ist es nicht so, aber es kommt. So, was bedeutet das jetzt? Betroffen sind hier Geschäfte zwischen einem Geschäft, zwischen einer sogenannten Business und Consumer und Business to Business. Also wenn zwei Firmen miteinander Geschäfte machen, kommt eigentlich auch selten vor, dass da größere Beträge in bar bezahlt werden, aber die dürfen dann auch nicht mehr in bar bezahlen. Und vor allen Dingen, wenn Sie als Verbraucher sich etwas kaufen, zum Beispiel beim Juwelier die Rolex für 35.000 Euro oder noch mehr, dann dürfen Sie dann nicht mit einem packen Bündel, mit einem dicken Bündel von 100-Euro-Scheinen aufschlagen, sondern Sie müssen das überweisen. Das ist, oder mit der Kreditkarte bezahlen, je nachdem. Also, es geht um Business to Consumer und Business to Business. Was nach wie vor erlaubt ist, ist das Geschäft von Consumer to Consumer, also von Privat zu Privat. Wenn Sie also Ihr Auto verkaufen und bekommen dafür, was weiß ich, 20.000 Euro in bar, dann ist das nach wie vor zulässig. Es gibt auch nach wie vor keine Grenze für eine Summe Bargeld, die man daheim aufbewahren darf. Also jeder, der etwas anderes behauptet, lügt. Es ist schlicht und ergreifend Quatsch. Eine andere Frage ist natürlich, ist das sinnvoll? Meine Meinung kennen Sie, wenn Sie meine Videos kennen. Ich halte es nicht für sinnvoll. Ich glaube auch nicht an diese Crash-Propheten, die sagen, ja, es wird in Kürze alles zusammenbrechen, das ganze Bankensystem wird alles zusammenbrechen und alles ganz schrecklich. Das erzählen die schon seit Jahren. Der Zusammenbruch ist immer noch nicht da. Also lassen Sie sich da nicht verunsichern und für dumm verkaufen. Bei der Bank ist Ihr Geld immer noch am besten aufgehoben. Und wenn Sie partout Bargeld horten wollen und aus welchen Gründen auch immer dem Kontogeld nicht trauen,
dann tun Sie es wenigstens, Ihr Bargeld, in ein Bankschließfach. Ja, das ist wenigstens für Fälle wie Brand, wobei, wenn es in der Bank brennt, es ablädt, weil dann ist das Geld auch weg. Aber wenn bei Ihnen eingebrochen wird oder es brennt bei Ihnen daheim, dann ist wenigstens Ihr Bargeld geschützt, wenn es im Schließfach der Bank liegt. So, was ist jetzt, wenn Sie mit, und dann muss ich noch erklären, was bezweckt der Gesetzgeber damit und was passiert. Also jemand, der diese Bargeldobergrenze dann nicht einhält, wird sich vermutlich einer Ordnungswidrigkeit schuldig machen. Das wird die deutsche Gesetzgebung noch ausarbeiten müssen, was da dann kommt, wenn Firmen sich anders verhalten. Aber viele Firmen werden das gar nicht machen, indem sie sagen, nein, also wir können eine Zahlung von mehr als 10.000 Euro schlicht und ergreifend nicht in bar annehmen. Im Übrigen, bei Grundstücksgeschäften hat man das schon vor 2 Jahren eingeführt. Also ich habe als Nachlasspfleger und Testamentsvollstrecker immer wieder mit Grundstücksgeschäften zu tun. Und da ist mir schon vor 2 Jahren aufgefallen, dass der Notar dann gesagt hat, naja, damit ich dann die Grundbuchumschreibung veranlassen kann, muss ich vom Verkäufer ein Schreiben bekommen, dass das Geld eingegangen ist. Aber ich brauche jetzt auch eine Kopie von der Überweisung oder eine Kopie vom Kontoauszug, dass ich sehe, dass dieses Geld auch wirklich unbar geflossen ist. Also das war früher anders, da konnte man tatsächlich in Deutschland auch Millionengeschäfte in Grundstücken in bar machen. Das ist schon seit 2 Jahren abgeschafft. Ist auch irgendwo sinnvoll, weil es geht ja, und das muss man immer wieder betonen, es geht ja nicht um den Otto-Normalsteuerhinterzieher, der seine, was weiß ich woher, aus welchen Quellen da sein bisschen Bargeld steuerfrei bezogen hat. Es geht ja um die Finanzierung von Terrorismus, es geht um die Finanzierung von Drogenhandel, es geht um die Finanzierung von Waffenhandel, es geht um Prostitution, es geht also um schwere Kriminalität, organisierte Kriminalität. Und diese Kriminellen, die haben ja nicht mal ein Bündel mit 20.000 Euro in bar, sondern da geht es um Millionenbeträge. Und denen macht man, und wie ich finde zu Recht, das Leben immer schwerer, indem man sagt, so, also ihr könnt mit eurer Kohle einfach nichts anfangen, weil bei mehr als 10.000 Euro, wenn ihr euch was kaufen wollt, dann müsst ihr das unbar machen. Und wenn ihr es bei der Bank einzahlen wollt, dann müsst ihr euch ausweisen. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten Teil des Videos. Wie verhalten sich die Banken? Auch diese Bestimmung gibt es schon seit einiger Zeit, mit Sicherheit schon 2, vielleicht sogar 3 Jahre, dass Banken eine Bareinzahlung aufs eigene Konto identifizieren müssen, wenn mehr als 10.000 Euro einbezahlt werden. Und das bedeutet, dass die Bank Sie fragen wird, ja, wo kommt denn das Geld her? Und wenn Sie dann sagen, da habe ich mein Auto letzte Woche verkauft, dann sagt die Bank, ja, dann zeigen Sie uns doch bitte den Kaufvertrag, dass wir das sehen, dass das auch alles stimmt. Und wenn das auch tatsächlich alles so ist und Sie haben Ihr Auto in bar verkauft, dann ist es auch völlig unproblematisch und völlig in Ordnung und da wird auch niemand irgendetwas melden. Aber wenn Sie sagen, ja, ich habe das Geld daheim gehabt, weil ich es über Jahre hinweg angespart habe, da verhalten sich dann manche Banken, auf Deutsch gesagt, völlig überzogen und bescheuert, weil die dann hergehen und sagen, ja, das können wir ja nicht nach, haben wir keinen Nachweis, wo das Geld herkommt und dann machen die eine sogenannte Verdachtsmeldung, aber nicht an das Finanzamt. Es wird nicht am nächsten Tag der Steuerfahnder bei Ihnen um 5 Uhr morgens klingeln und sagen, wir haben gehört, Sie haben gestern da 20.000 Euro bei Ihrer Bank einbezahlt, jetzt wollen wir hier mal eine Durchsuchung machen. Das wird nicht passieren, sondern diese Verdachtsmeldung geht an die FIU. FIU, Buchstaben FIU, steht für Financial Intelligence Unit. Man höre und staune, das ist eine deutsche Behörde. Das ist eine Behörde, die dem Zoll nachgeordnet ist. Und in dieser Behörde laufen pro Jahr 340.000 Meldungen auf von Banken, Notaren, Juwelieren, keine Ahnung, Immobilienleuten. Es gibt eine ganze Reihe von Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die verpflichtet sind, solche Meldungen zu machen. Und da kommen derzeit pro Jahr 340.000 Meldungen zusammen, was natürlich diese Behörde völlig überfordert. Die haben einen riesen Rückstau.
2020 sind 51.000 Meldungen an die entsprechenden Landeskriminalämter oder an die Staatsanwaltschaft gegangen, aber nicht an das Finanzamt. Und sage und schreibe, in 90% dieser 51.000 Meldungen, also 340.000 Eingang, 51.000 Weiterleitung, und in 90% sind die Sachen eingestellt worden, weil bei näherem Hinsicht, in ihrem Hinblick kein Anfangsverdacht sich ergeben hat auf irgendeine Straftat. Und tatsächlich in 1,85% der Fälle wurden Anklagen erhoben. Also das ist eine irrsinnige Datendurchsatzmaschine, und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, der hat auch schon in seiner Veröffentlichung geschrieben, ich hänge Ihnen dann diese Veröffentlichung, auch die Quelle von der FIU, dass Sie das selber im Internet nachlesen können, hänge ich Ihnen unten in die Videobeschreibung rein. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat schon geschrieben, es ist überhaupt nicht mehr verhältnismäßig, was da passiert. Aber es ist halt nun die geltende Rechtslage und die geltende Praxis. So, und nun komme ich zu den Banken. Die Banken müssen alle Geldwäschebeauftragte bestellen, und die kommen in eine persönliche Haftung, wenn da Geldwäscheverdacht nicht ordnungsgemäß gemeldet wird. Und deswegen sagen die sich, wir melden lieber einmal zu viel, wir melden lieber fünfmal zu viel als einmal zu wenig. Und das ist dieser Wahnsinn, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Das ist aber nicht ihr Problem. Das ist letzten Endes das Problem der Bank. Es kann aber ihr Problem werden, wenn die Bank zum Beispiel sagt, nein, wir können das Geld nicht annehmen. Das habe ich auch schon gehört von Anrufern hier aufgrund meines Kanals, die gesagt haben, ja, die Bank nimmt das Geld nicht. Ja, dann kann ich Ihnen auch nur sagen, gehen Sie zu einer anderen Bank. Also gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Und wenn die Bank dann sagt, nein, das können wir nicht annehmen, das ist ja wahrscheinlich Geldwäsche, dann müssen Sie mit Ihrem Bargeldkoffer ein Haus weitergehen und das einfach woanders einzahlen. Es hilft ja nichts, man kommt gegen die Dummheit vieler Banken einfach nicht an. Und andere sagen, ja, wir nehmen das jetzt an, Sie zahlen das jetzt auf Ihr Geld ein, auf Ihr Konto ein, aber wir machen da eine Meldung. Dann geht eine von diesen 340.000 FIU-Meldungen raus. Da können Sie auch sagen, ist mir wurscht. Das ist die Bürokratie, die sich die Behörde da selber geschaffen hat. Das braucht Sie nicht zu beunruhigen. Also nochmal, es ist nicht verboten, Geld in Bargeld daheim zu haben, und es ist auch nicht verboten, private Geschäfte in Bargeld zu machen, obwohl es nicht zweckmäßig ist. Aber stellen Sie sich darauf ein, wenn Sie heute mit mehr als 10.000 Euro bei der Bank aufschlagen und einzahlen wollen, dass es Probleme geben kann. Die können bis dahin führen, dass Ihnen die Bank das Konto sperrt. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn dann Ihre Miete nicht abgebucht werden kann oder Überweisungen nicht rausgehen, weil Ihr Konto wegen Geldwäscheverdacht gesperrt ist. Und da habe ich Sachen, ich weiß es nicht persönlich, also mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, aber was ich gelesen habe, also kann das schon mal einen Monat dauern, dass eine Bank einfach ein Konto sperrt. Das ist natürlich rechtswidrig, das darf die Bank nicht. Die FIU hat die Möglichkeit, eine sogenannte Sofortsperre zu veranlassen für 3 Tage. Das heißt, die können, wenn sie sehen, hoppala, hier sollen so und so viel in bar einbezahlt werden, und der Typ, der das einzahlt, der ist uns schon in der Vergangenheit ein paar Mal aufgefallen wegen Drogenverdacht, dann können Sie für 2-3 Tage diese Zahlung anhalten. Also das hat die FIU in ihrer Macht, eine Zahlung aufzuhalten, aber eben maximal 3 Tage. Was die Bank daraus macht, ist wiederum etwas anderes. Wenn die dann hergehen und sagen, ja, jetzt sperren wir erstmal ihr Konto, weil wir wissen ja nicht, wo das Geld herkommt, dann haben sie echt ein Problem. Darauf möchte ich Sie hinweisen, und insofern ist es immer zweckmäßig, mehrere Bankkonten zu haben und nicht nur eines, insbesondere dann, wenn man ein Bargeld-Fan ist und eventuell mit hohen Beträgen daheim oder im Bankschließfach umgeht. Also dann würde ich mir einfach aus Vorsichtsgründen auch noch ein zweites oder ein drittes Bankkonto zulegen, damit Sie das ein bisschen verteilen und nicht mit einem Riesenbetrag dann zu Ihrer einzigen Bank gehen, wo Sie das einzige Konto haben. Das zum Thema Geldwäsche und Bargeldbegrenzung für Käufe und Verkäufe in der Europäischen Union. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Sie beruhigen. Wir müssen alle miteinander mit diesen
Vorschriften leben, die da jetzt auf uns zukommen. Aber nochmal, es ist nicht verboten, Bargeld in unbegrenzter Höhe daheim zu haben. Nur man muss mit den Konsequenzen leben. Meine Empfehlung, machen Sie das nicht, dass Sie hohe Bargeldbeträge haben. Meine Empfehlung, legen Sie mehrere Bankkonten an und verteilen Sie Ihr Geld auf mehrere Banken und dann sind Sie auch immer flüssig. Das wäre es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.